Wenn Doris Zander den Müll rausbringt, ist das teuer. Besonders seit ihre Wohnung verkauft wurde. Also seitdem die Adlerwohnung übernommen hat, ist das hier keine günstige Angelegenheit mehr. Sie und viele andere Mieter in diesem Wolfsburger Wohnblock müssen mehrere hundert Euro zu viel bezahlen. Pro Jahr. Fehler hat der Eigentümer Adler AG schon 2015 zugegeben. Aber trotzdem schickt die konzerneigene Hausverwaltung, die Adler Wohnen, weiter falsche Abrechnungen. Auch bei der Grundsteuer stimmt der Bescheid nicht. Wir beide haben schon gesagt, wir haben ja Gott sei Dank einige Ersparnisse, dass wir da bald rangehen müssen. So weit wird das kommen. Denn aus unserem gewohnten Umfeld will man ja ab einem gewissen Alter auch nicht mehr ausziehen. Glücklicherweise reden die Mieter in diesem Block miteinander. So wissen sie, wie viel Geld sie jeweils für die Nebenkosten nachzahlen sollen. In diesem Jahr geht es von 200 bis über 900 Euro. Das können wir uns nicht leisten auf Dauer, solche hohen Nebenkosten. Das kriegen sie ja gar nicht angespart so schnell. Und dann auch noch das. Die Mieter haben herausgefunden, dass ein Nachbarblock viel weniger zahlen muss als sie. Sie wohnen im Potsdamer Weg. Der Nachbarblock hat die Adresse über dem Wechsel. Beide liegen auf einem gemeinsamen Flurstück. Wer in dem Block über dem Wechsel wohnt, zahlt seit Jahren keine Müllgebühren, keine Straßenreinigung und keine Grundsteuer. Die Mieter aus dem Potsdamer Weg bezahlen für sie mit. Wir bezahlen Betriebskosten, haben wir keine Probleme mit. Gut, wenn sie teurer werden, es wird alles teurer. Aber wenn ich weiß, die zahlen nichts und wir zahlen drauf, das kann es nicht sein. Sie wissen, wer für den Fehler verantwortlich ist. Der Eigentümer Adler AG. Deren Slogan "Zu Hause glücklich fühlen" klingt für die Mieter wie Hohn. Markt kontaktiert das Unternehmen. Der Pressesprecher räumt ein, dass ein Block die Abgaben des anderen mitbezahlen musste, sei natürlich keine korrekte Zuordnung. Man wolle die Bescheide deshalb jetzt korrigieren. Wir sind die ersten Mieter hier. Und das war ein tolles Wohnen. Wir haben jetzt den vierten Eigentümer. So schlimm ist das noch nie gewesen. Viel zu hohe Nebenkosten. Solche Fälle hat Wilfried Lehmpfuhl vom Mieterverein zu Hamburg häufig auf dem Tisch. Er beobachtet das Phänomen vor allem bei Wohnkonzernen. Ich habe Abrechnung, da kriegen Mieter Kosten für Fahrstuhlwartung. Die haben gar keinen Fahrstuhl. Ja? Und diese Beträge sind alle nicht begründet. Oder die kriegen Kosten für Treppenhausreinigung, obwohl sie ihr Treppenhaus selber reinigen. Und dann schreibe ich die Vermieter immer wieder an. Ja? Und glaub mal nicht, dass das die was korrigieren. Osterholz-Scharmbeck bei Bremen. Auch hier hat die Adler AG ganze Wohnblöcke gekauft. Emin Gosa bekommt jetzt für ihn undurchsichtige Rechnungen. Ich wohne hier seit 5 Jahren und dieses Jahr kommt plötzlich zu bezahlen. Gosa weigert sich zu zahlen, fordert Erklärungen. Doch statt Antworten kommen immer höhere, unklarere Rechnungen. Man muss schon dickes Fell haben, wenn man diese ständigen Drohbriefe kriegt. Zusätzlich belastend, die Hausverwaltung sei kaum erreichbar, berichten die Mieter. Ich habe versucht zu telefonieren, aber geht keiner rein. Dabei könnte in Osterholz-Scharmbeck ein ähnlicher Fehler vorliegen wie in Wolfsburg. Manche Mieter in der Beethovenstraße klagen über hohe Nachzahlungen. Doch nebenan in der Mozartstraße sollen es nur kleine Eurobeträge sein. Auch dazu fragen wir die Adler AG. Ende März heißt es lapidar: Ich kümmere mich drum. Doch trotz vieler weiterer Nachfragen bekommen wir danach keine Antwort mehr. In der Beethovenstraße wohnt auch Waltraud Hochfeld. Die Rentnerin tauscht sich mit anderen Mietern aus, hat eine hohe Nebenkostenabrechnung bekommen. Da muss ich 531 Euro nachbezahlen und haben gleich draufgesetzt, also ab 1. Februar 2019
55 Euro Mieterhöhung. Mit welchem Recht? Ich frage mich auch, wofür? Sie ruft die Hausverwaltung an, doch da geht mal wieder niemand ans Telefon. Also versucht Waltraud Hochfeld es unter einer anderen Nummer der Adler AG. Das Unternehmen sitzt in Hamburg am Jungfernstieg. Es nimmt tatsächlich jemand ab. Und da hätte ich gerne mal gewusst, wofür ich 531 Euro nachbezahlen muss und die Miete gleich um 55 Euro erhöht. Wird sich die Adler AG die Abrechnung jetzt noch einmal ansehen? Alles klar. Danke. So. Also, zum Rechtsanwalt soll ich hingehen, nicht? Und zum Mieterbund soll ich hingehen und. Also das ist doch nicht richtig, sowas, was Sie hier machen und sagen. Ich weiß nicht weiter, wirklich. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich meine, ich hab's bezahlt, nicht? Aber ich möchte das denn wieder haben. Das könnte schwierig werden. Denn der Mieter erkennt die Abrechnung eigentlich in dem Moment an, wenn er sie bezahlt. Es gibt aber eine Lösung. Ich sage den Mietern, ne, die gezahlt haben, das Geld holen wir uns wieder mit dem Argument, der Mieter hat im Vertrauen auf die Richtigkeit der Abrechnung gezahlt. So, und dann kriege ich das Geld auch wieder. Aber wenn ich mich nicht melde, kriege ich vor Gericht nicht mein Recht. Nicht immer müssen Mieter aber bis vor Gericht gehen. Hier in Hamburg wohnt eine Hausgemeinschaft, die einen eigenen Weg gefunden hat. Sie spüren zu viel gezahlte Nebenkosten jedes Jahr auf und ziehen sie dann einfach von der Miete ab. Und wie reagiert der Eigentümer? Also ich habe die Miete ja schon reduziert. Da müsste eigentlich was kommen. Da kommt nichts. Ja, gut. Sind die Mieter also im Recht? Viel zu viel. In 4 oder 5 Jahren dreimal die Hausverwaltung zu wechseln, das zeugt schon irgendwie davon, dass man vielleicht nicht weiß, was man tut. Es lohnt sich. Nadja Prange hat in 2 Jahren schon 1.000 Euro Nebenkosten einbehalten. Doch das Überprüfen kostet auch viel Zeit. Bestimmt irgendwie 1 bis 2 Stunden die Woche. Und ganz ehrlich, eigentlich habe ich was anderes vor. Ohne Unterstützung geht es auch bei Ihnen nicht. Der Mieterverein zu Hamburg hilft, damit der Wohnkonzern sich nicht unrechtmäßig bereichert. Die Leute, die eben sich beschweren oder die das zurückfordern, die kriegen dann einen Teil zurück und der Rest bleibt eben in der Kasse. Wohnkonzerne, die mit Nebenkosten abkassieren, verboten, aber offenbar weit verbreitet.